Wenn Robert Lewandowski. Jetzt kommt der Muss. Der muss sein! Der muss Nein, das darf doch nicht wahr sein! Das darf nicht wahr sein, was wir hier gerade machen, Martin! Guten Tag, liebe Leute, herzlich willkommen aus dem Santiago Bernabéu. Wir spielen mal wieder Real Madrid gegen den FC Bayern und nachdem wir ja die letzten beiden Partien, beziehungsweise die letzten drei Partien sehr, sehr unglücklich verloren haben und teilweise auch ein bisschen unverdient, muss man dazu sagen, versuchen wir es heute mal besser zu machen und gegen Real haben wir bisher eigentlich gute Erfahrungen gemacht, bis auf das 7-1. Ja, das stimmt. Und deswegen begrüße ich heute auch wieder an meiner Seite den einzig wahren, the one and only Pachuco. Und ich bin sehr froh, dass ich hier heute wieder begrüßt werde an der Seite von Martin von Totally Nuts. Wir haben ja schon viele große Schlachten geschlagen. Wir waren zusammen auf der Gamescom. Wir haben zusammen auf der Gamescom Star Wars gezockt. Was es übrigens bei Martin im Kanal auch schon in der Beta zu sehen gibt. Der hat das ja schon ein bisschen angezockt. Unbedingt auch mal reinschauen. Wir haben es tatsächlich aber nicht auf dem Channel hochgeladen, sondern nur ein bisschen im Streamer so gezockt. Aber so ein Video haben wir eigentlich nicht wirklich, bis auf das, was wir halt auf der Gamescom gemacht haben. Ja, also wobei wir da ja nicht Aufnahmen zeigen durften, das war halt ja, so der Abfuck. Oh, Mist. Schade. Ich habe mir da mehr vorgestellt. Aber kommen wir mal zum Spiel zurück, was wir eigentlich spielen. Wir spielen hier FIFA 16. Wir spielen ja hier die Road to Division X und die spielen wir jetzt schon länger, weil das ist jetzt alles schon fortgeschritten. Ne? Witzig ist es eigentlich, wenn ihr nochmal von Anfang an vorbeischaut. Der Martin hat das jetzt gerade in der Infobox verlinkt. Oder beziehungsweise in den Infos. Oh. Sehr gut, Martin. Sehr gut verteidigt. Sehr gut. So muss das manchmal. Ja. Dann könnt ihr mal die ersten Videos gucken, weil ich garantiere euch, das sind ungefähr so die schönsten Tore, die man bei FIFA sehen kann. Das hier ist zum Beispiel eine der schönsten Vorlagen. So ein bisschen. Ja, doch. Oh. Okay, aber der geht. Oh, Lever. Nicht schlecht, Mann. Mein Gott. Nicht schlecht. Der hätte es sein müssen. Ja, ich ungefähr mein Auge aus meinem Kopf. Bisschen Druck machen. Oh, jetzt gibt's Vorteile, aber okay, macht nichts. Oh! Boah, wie kann es sein, dass der den durchlässt? Ja, aber den habe ich behindert. Das habe ich jetzt nicht verstanden, weil eigentlich lief der Ball durch seine Füße. Den hätte er ruhig abfangen können. Ja, das stimmt. Groß. Ja, fein. Thiago. Ja, Martin, komm, das ist unser erstes Tor. Das ist unser erstes Tor. Oh, schade. Er wirft sich in den Schuss, das war wichtig. Nein! Oh, komm, ich kann das den nicht machen. Was ist gerade mit uns los, Martin? Was ist gerade mit uns los? Oh, ich kann das den nicht machen. Aus 2 Metern. Wir beide haben geschwiegen. Schon uns innerlich auf den Torjubel Alter, eingestellt. Wir stellen uns gerade an wie die letzten Trottel, ey. Das ist ja furchtbar. Unglaublich, dass das nichts wird. Also ja, wir blamieren uns ja gerade ein bisschen. Wahnsinn. Ach, also das waren schon zwei fast. Also die eine Chance, da kann man vielleicht noch drüber diskutieren, ob sie glasklar war, aber das jetzt gerade war auf jeden Fall eine glasklare Chance. Ja, definitiv. Aber kein Abseits. Lewandowski. Okay, so geht's auch. Wir spielen übrigens gegen Weinziel 88, also es müssten sogar ihrerseits Deutsche sein. Oh, okay, der kam aufs Tor. Wollte einfach irgendwie eine Ecke noch provozieren. Hast du Pass gespielt oder einen Schuss? Nee, war schon ein Schuss. Boah, der ist drin! Verdammte Scheiße, was für ein Tor, Mensch! Boah, Mann, was für eine Fresse, das kriegt ihr nur bei Totally Nuts. Solche Tore, verdammt nochmal. Ich hab's vorher gesagt, Fallrückzieher, Tore und so in Folge 1. Und das da, das war so wie ein Tor, was Totally Nuts ist, ja? Philipp Lahm, hä? Die alte Wurst-Zähne. Weiß Lahm auch noch. Wahnsinn. Also was für ein Ding, ey. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der reingeht. Ja, vor allem, ich habe gesehen, dass der gegen die Latte geht. Also so vom Winkel hat es schon so ausgesehen. Aber dass der dann reinwuppt. So, ich habe mich schon so zum Abstauber bereitgestellt. Also ihr könnt, geht nochmal wieder zurück und schaut mal, was ich gemacht habe. So, weil dann seht ihr wirklich so, dass ich mich halt einfach zum Abstauber hingestellt habe. Aber dass der dann so reinwuppt, damit hätte ich nie gerechnet. Ja, wo sind denn eigentlich unsere Männer? Nee. Blöde Grätsche kannst du woanders probieren. Da hinten sind ein bisschen zu viele Leute. Ja, deswegen entzerren wir hier mal das Spiel. Oh Mist. Wenn der durchkommt. Ja, eben. Das wäre eine glasklare gewesen fürs 2-0. Wenn er durchkommt. Und eigentlich hätte er durchkommen müssen. Schönes Stellungsspiel.
Alles gut, habe ich. Lukas Costa jetzt. Schön, schön, Martin. Das war gut durchgesetzt. Das war gut, ja. Immer noch gut. Also das ist halt so etwas, das kann auch der Martin ganz gut. So die Räume ein bisschen sehen. Oh. Boah, das ist ein Elfmeter. Das war also aber ein Glasker-Schubser ohne Ball zu spielen. Das ist ein Elfmeter. Das war, ja, für das mich, war ein Elfmeter. Also der hat dich ja ganz klar geschubst. Ja, vor allem er hat nicht den Ball gespielt, weil wenn er den Ball spielt, okay, ja, eben, aber eben, hat er nicht gespielt. Ganz genau. Oh, jetzt müssen wir natürlich aufpassen. Ja, aber er spielt es. Da verlieren sie den Ball. Schön. Siehste. Ja, wir haben das so gesehen gut verteidigt, weil er musste es kompliziert spielen, fast schon. Ja. Ja, oh, okay, den Freistoß kriegen wir. Okay. Den kriegen wir. Dann, ja, dann witzig, gell? Weil das vorhin. So, Pachuca beim Freistoß. Ja, warte, den kann ich sogar direkt reinmachen. Das ist meine Spezialität. Mach was du willst. Auch jemanden, der Rechtsfuß ist. Und das letzte Mal in dem einen Video habe ich ihn fast reingemacht mit Robert Lewandowski. Das versuche ich jetzt auch. Er geht extra schon vorbei, der liebe Kollege hier. Ja, Mist. Ja. Ein bisschen zu direkt. Vielleicht waren wir da einen Tick zu weit, ja. Oh, was macht der Torwart da? Oh, haben wir ein Glück, dass der im Weg ist. Ja, schon wieder da. Ich war mir jetzt auch nicht sicher, ich hätte auch geschossen, ohne Scheiß. Die Entfernung war zu groß. Ja, man muss doch mal probieren, weil wenn der drin ist, ist halt auch ein geiles Tor. Ja, jetzt versucht er ein bisschen mit Tricks hier zu machen, aber nicht mit uns. Zurück, ja, nicht mit Vorsicht, zurück. Ah, da spielt er lieber mal zum Torwart zurück. Ja, nicht schlecht aus soweit. Der muss jetzt natürlich da langkommen auf Ja, jetzt Douglas Martin, Costa. Lauf dich gut rein. Douglas Costa am Ball. Schöne Flanke. Oh! Ah, das ist halt ärgerlich, dass der Torwart da noch rankommt. Oh, schade. Mist. Vielleicht hätten wir den nicht abziehen sollen. Nee, ich bin mir nicht sicher. Wollte ich auch gar nicht. Ich hatte noch B von Costa gedrückt. Und das hat er dann einfach für den nächsten Spiel übernommen. Ah, okay, ja. Also es war keine Absicht. War jetzt nicht weiter schlimm, weil man kann es schon mal probieren, aber gewollt war das nicht. Oh, behindern sie sich gegenseitig, aber macht nichts. Ja. Also man merkt schon, Martin, langsam funktionieren wir halt hart. Der Ball kommt nicht durch. Der war halt abgefälscht wieder. Ja. Aber gut, wir sind auf Kurs. Wir haben schon ein Tor gemacht und das war wunderschön, finde ich. Und überlegen, 10-2 Torschüsse, 55% Ballbesitz. Ja, okay, ne? Genau, das kann man auch sagen. Auch mehr Ballbesitz, mehr Zweikämpfe gewonnen. Wir haben keinen Foul gebraucht bisher. Ja, Passgenauigkeit ist auch um ungefähr 10% besser. Das kann so können wir fast weiterspielen, ja. Das Spiel läuft wieder, Bayern vorne. Mal sehen, wie es weitergeht. Bauen mal ein bisschen Manu mit ins Spiel. Und damit der Manu wieder mitspielen darf, man kennt das ja. Genau. Der Manu will gerne mitspielen, wir lassen ihn auch mitspielen. Ja. Muss nicht passieren. Das muss nicht passieren. Boah. Alter, das muss echt nicht sein, so ein Müllherr. Das ist wieder. Und neuer. Ja, aber ich verstehe auch wieder nicht, warum uns das passiert ist und so. Aber gut, der Gegner schaut zum Glück in dieser Situation blöder aus als wir. Ja. Da müssen wir echt aufpassen, dass das nicht mehr passiert. Geht er rein? Okay. Kann man erstmal weg. Ja, genau so, Martin. Einfach mal weg erstmal. Weg mit der Pille. Bisschen Ruhe, genau. Und jetzt der Einwurf für okay, oh. Das hat er. Oh, der war besser. Das hat er gut gemacht. Jetzt warte, lass dir Zeit, Martin. Lass mal schauen, wann unsere Spieler kommen. Da ist er. Ach, mein Gott. Da wird er gestört. Oh. Ich hatte doch gerade noch den Ball. Oh, der war gut gespielt. Oh, Neuer. Alter, der ist halt auf der Linie. Ja, das kann man auch besser verteidigen. Aber jetzt haben sie viel zu gute Chancen, ja. Das hätte eigentlich schon längst der Ausgleich sein müssen. Also ja, es ist aber immerhin Bale, der gegen uns geschossen hat. Also irgendwo so schlecht können wir nicht sein, finde ich. Ja, aber da dürfen wir uns echt nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Bin verteidigt. Ball für Sie. Leider noch eine Ecke, aber immerhin. Nicht mehr als eine Ecke. Auf jeden Fall. Also für alle von euch, die nicht wissen, wie wir im Moment dastehen, wir brauchen noch 4 Punkte aus 4 Spielen. Das heißt, wir haben Martin, heute jetzt mitnehmen. Auf geht's! Martin, der drehen wir jetzt durch. Das ist unser Tor. Oh nein, Mist! Oh, also das ist ärgerlich, warum kommt der da noch hin, der Wichser? Hey, das gibt's. Ey, Entschuldigung. Schussversuch! Ich werde da emotional bei solchen Spielen. Das muss man mir verzeihen.
Weil es kann es nicht der sein, in meinen Augen, dass der da hinkommt. Das war ein perfekter Konter, was wir gerade gespielt haben. Ja. Und dann kommt er da mit sehr viel Glück und noch mehr ungefähr Vollpfosten, kommt er da noch hin. Douglas Costa. Ganz starke Flanke. Oh. Ah, Mist, ich habe gehofft, weil ich habe versucht, eine frühe Flanke zu machen, dass der besser kommt. Ja, Martin, das war toll einfach. Lewandowski. Oh. So, Martin, den machst du! Douglas Costa! Nein! Das gibt's nicht! Das war so schön gespielt, aber dann machen wir den wieder nicht. Ich hab den extra mit Innendrall auch noch gespielt, dass du den nicht übersetzt. Ja, die gehen ja normalerweise, wenn, dann gehen sie wenigstens immer aufs Tor, ne? Oh, was? Lewandowski. Oh boy, okay. Jetzt, komm, der muss sein. Das darf nicht wahr sein, was wir hier gerade machen, Martin. Das darf nicht wahr sein. Das sind eindeutige, hundertprozentige Chancen und wir machen sie einfach nicht. Das ist die Katastrophe. Also immerhin führen wir 1-0, ja? Aber wir könnten halt schon ungefähr 3-0 führen. Was ist bei uns los? Okay, aber jetzt steht die Verteidigung immer mal. Boah, was ist bei uns los? Das kann es nicht sein. Ja, das war ein Foul. Ja, muss man schon. Boah, was, Leute, Alter. Komm gerade nicht klar. Na gut, gepfiffen vom Schiri. Say it loud, say it clear. Referees are welcome here. Jawohl. Oh, Thiago. Bin. Mit ihrer Passsicherheit kontrollieren sie die Partie gerade. Ja, schade. Ich hab gehofft, der lässt abprallen, weil dann wärst du da gewesen. Ja. Aber vielleicht... Oh. Wir haben gewonnen. Der Gegner hat aufgegeben wegen zu weniger Spiele. Wir haben es geschnallt, dass sie nicht mehr gewinnen. Oder rausgeflogen. Boah, das ist jetzt halt super schade für euch, weil wir hätten das natürlich noch gern zu Ende gespielt. Aber okay, so ist es. Die Spannung war schon da. So ist es halt. Ja, Fakt ist, wir haben gewonnen. Also Leute, hoch die Tassen. Auf jeden Fall. Wir können es euch mal zeigen hier. Laufende Saison. Wir haben jetzt 2 Siege und 4 Niederlagen und haben noch 3 verbleibende Spiele und brauchen 1 Punkt zum Aufstieg. Also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall drin. Und da müssen wir für heute leider Ciao sagen, weil die Gegner halt nicht mehr wollten oder rausgeleckt sind oder keine Ahnung. Aber auf jeden Fall in diesem Sinne. Das ist ein Abfuck. Sehen wir uns zur nächsten Partie. Bis dahin, liebe Leute, und haut rein. Ciao, ciao. Buddy abonnieren hier, Totally Nuts.